Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht diesmal darum, Alphabet- bzw. ABC-Listen mit einem Texterleitungsprogramm, in dem Fall ein Beispiel von Word, zu erstellen. In einem anderen Video wird ja schon gesagt, was eine Alphabetliste ist. Es geht im Prinzip darum, ich habe hier Buchstaben von A bis Z hier untereinander angeordnet. Man schaut sich einen Text an, man überlegt etwas zu einem bestimmten Thema und sucht dann Begriffe, die mit einem bestimmten Buchstaben anfangen, so wie beim Stadt-Land-Fluss-Spiel. Und rechts davon, zu den Begriffen, schreibt man dann auch eine kurze Erklärung dann dazu. Und wie du so eine ABC-Liste am Computer machen kannst, zeige ich dir jetzt mit einem kurzen Video. Als erstes schauen wir mal, dass wir hier das Seitenlayout einrichten. Deswegen gehe ich auf Layout, Seitenränder, gehe hier auf benutzerdefinierte Seitenränder und stelle hier 1.1 ein. So, ich habe hier 1.1.1 eingestellt, klicke auf OK und habe hier schon mehr Platz, der Cursor wandert herauf. Dann mache ich natürlich etwas, zeige mir hier die Formatierungszeichen ein. Das ist hier dieses umgedrehte P, sehe ich zum Beispiel, wenn ich Enter mache. Das wird nicht mit ausgedruckt, aber zeigt mir einfach, wenn ich hier draufklicke, ist wieder weg, was ich hier bereits gemacht habe. Und ganz oben füge ich jetzt meine Überschrift ein. Ich habe jetzt meine Überschrift eingetippt. Ich kann hier einen einzelnen Bereich zum Beispiel farbig hervorheben. Wenn ich das hier markiere, hier auf der Registerkarte Stadt bin, kann ich hier jetzt hergehen und kann hier dann zum Beispiel dann entsprechende Farbe aussuchen. Als nächstes geht es darum, dann meine Tabelle einzufügen. Und da habe ich ja im Alphabet 26 Buchstaben plus die Spaltenbeschriftung. Möchte also jetzt eine Tabelle mit 27 Spalten und mit drei Spalten 27 Zeilen einfügen. Dazu gehe ich jetzt hier auf Einfügen, wähle mir Tabelle und da mir hier jetzt einfach nur 8 Zeilen vorgeschlagen werden, ich aber mehr einfügen möchte, klicke ich auf Tabelle einfügen, wähle hier die Spaltenanzahl, die ich mir gerade überlegt habe, nämlich 3 Spalten und wähle mir aus 27 Zeilen, klicke auf OK. Und habe hier schon eine schöne Tabelle. Und da füge ich jetzt ganz oben dann die Beschriftung ein. Ich habe jetzt hier oben die Beschriftung hier eingefügt, Begriffe, dann eine kurze Erklärung und Begründung. Und da gehe ich jetzt hier auf der linken Seite die Buchstaben des Alphabets einzufügen, von A bis Z. Ich habe jetzt hier die Buchstaben eingefügt und jetzt geht es darum, dass ich hier natürlich dann hier die Spaltenbreite verändere. Ich fahre mit der Maus her. Und wenn ich hier auf diesen senkrechten Strich gehe, diesen Trenner zwischen den Spalten, kann ich bei gedrückter linker Maustaste das hier verschieben, fahre ich wieder hierher und erst wenn sich diese Pfeile in beide Richtungen mir angezeigt bekomme, drücke ich mit linker Maustaste, schiebe das so rüber und kann hier dann die Begriffe dann mir anschauen. Und da kann ich dann anfangen noch einzutragen. Ich habe hier nochmal das Beispiel reingeholt, hier habe ich eben dann die Buchstaben, kann dann Begriffe einfügen, die Erklärungen dann dazu und habe schon eine fertige ABC-Liste. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wir sehen uns sicherlich wieder bei einem nächsten Video.